Oh. Guten Abend, Kistihan. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle? Schweig. Ja, Schweig Josef. Und wie ist Ihr Name? Bitte? Sehr erfreut. Ich soll Ihnen eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass meine Geschichte nicht die schlechteste ist. Aber damit Sie mich besser näher kennenlernen, möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich habe einen Handel mit Hunteln. Ich habe Hunteln sehr gern. Nun, und eines Tages sitze ich bei mir zu Hause, das heißt in der Untermiete, und die Frau Miller, die was mir mein Zimmer vermietet, die macht gerade das Bett. Und ich reibe mir mein Knie ein mit Opodeldoc. Das ist ein Mittel gegen Rheuma. Ich bin Rheumatiker. Und da sagt die Frau Miller zu mir... Also, jetzt haben Sie uns den Ferdinand erschlagen. Was für ein Ferdinand, Frau Miller? Ich kenne zwei Ferdinanden. Der eine, der ist Diener beim Drogisten Pruscher und hat einmal dort aus Versehen irgendeine Haartinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Aber... Und beide ist kein Schad. Meint mir Herr, den Herrn Erzherzog Ferdinand, den dicken, frommen. Jesus Maria, nur das ist aber gelungen. Wo ist ihm denn das passiert, Frau Miller? In Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver erschossen, wie er mit seiner Frau Erzherzogin in einen Automobil gefahren ist. Im Automobil? Na ja, so ein hoher Herr, der kann sich das erlauben. Und er denkt oft gar nicht dran, wie so eine Fahrt im Automobil unglücklich ausgehen kann. Hm? Noch dazu, in Sarajevo. Das ist in Bosnien, Frau Miller. Das haben bestimmt die Türken gemacht. Wir hätten ja dieses Bosnien und die Herzegowina nicht wegnehmen sollen. Hm? Also, er ruht schon in Gottes Schoß, der Herr Erzherzog. Hat er sich lang geplagt? Nein, Herr, er war gleich weg. Hm. Na ja, man weiß ja, so ein Revolver ist kein Kinderspielzeug. Bei uns hat auch neulich ein Herr in Nussle mit einem Revolver gespielt und seine ganze Familie erschossen, mitsamt dem Hausmeister. Warum den Hausmeister? Na, der ist nachschauen gekommen, wer im dritten Stock geschossen hat. Mancher Revolver geht nicht los, Frau Miller. Da können Sie tun und machen, was Sie wollen, da können Sie sich auf den Kopf stellen. Aber auf den Herrn Erzherzog, da haben Sie sich bestimmt etwas Besseres gekauft. Denn einen Erzherzog erschießen, das ist eine schwere Arbeit. Das ist nicht so, wie wenn ein Wild die beiden Förster erschießt. Nein, da muss man sich vorsichtig schleichen, da kann man nicht in Lumpen erscheinen. Da muss man sich einen Zylinder aufsetzen, muss sich anschleichen und muss Acht geben, dass einen die Polizei nicht erwischt. Jesus Marianus, es waren herrlich mehrere, Herr. Na, das ist doch selbstverständlich, Frau Miller. Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel, Frau Miller, möchten einen Erzherzog erschlagen oder gar den Kaiser, na, dann möchten Sie sich auch mit jemand beraten, nicht wahr? Mehr Leute haben mehr Verstand. Der eine rät dies, der andere rät das. Und so wird das Schwerste leicht vollbracht. Wie es in unserer Volkshymne so schön heißt, lassen Sie das liegen, Frau Miller. Das ist nämlich der Stammbaum von dem Boxer, den was ich noch fertig schreiben muss. Die Formulare habe ich mir extra drucken lassen. Komm raus da, du Mistviech! Da komm schön her, Kalif, komm! Da komm her, noch kriegst was, komm her da. Komm her, kleine Bestie. Na brav, mein Hundile. Komm her, schön, so ist brav. Frau Miller, ja? Den da, den sperren Sie draußen. In den Verschlag? Na komm, da sollst doch was fressen, da hast du, brav. Auf dem Hof, ja? Ich gehe inzwischen ins Wirtshaus zum Kelch. Mhm. Und wenn jemand kommen sollte, wegen dem Rattler, auf den ich für die Anzahlung genommen habe, da sagen Sie, ich habe ihn draußen auf dem Land in meinem Zwinger und ich kann ihn nicht liefern, weil ich ihm die Ohren kupiert habe und man kann ihn nicht transportieren, damit dass er sich nicht vergilt. Soll ich was zum Nachtmahl richten? Nein. Ich will bei Pali jetzt ein paar Wirstel essen. Aber ich komme nicht spät, Mautster.
Ein fein Sommerhammer. Einen Dreckhammer. Die haben uns in Sarajevo was Schönes eingebrockt. In welchen Sarajevo? Ah, meinen Sie vielleicht die Weinstuben? Naja, da wird sowieso jeden Tag Kraft. Im Bosnischen, Herr Wirt. Man hat dort den Herrn Erzherzog Ferdinand erschossen. Was sagen Sie dazu? Ja. Ich misch mich in solche Sachen nicht ein. Damit kann mich ja jeder im Arsch lecken. Sich heutzutage in solche Sachen einzumischen, das kann den Kopf kosten. Schauen Sie, ich bin ein Gewerbetreibender. Wenn heute einer zu mir kommt und will ein Bier oder einen Kipfel, ne, dann schenke ich es ihm ein oder servier's. Aber solche Sachen wie Sarajevo, Politik oder der selige Erzherzog, das ist nichts für unser Eins. Songs. Ist dort nicht einmal ein Bild vom Kaiser gehangen? Ja, und da haben sie recht. Es ist dort gehängt. Aber die Fliegen haben immer auf ihn geschissen. Und da habe ich es am Boden gegeben. Na, Sie wissen ja, es kann sich irgendjemand eine Bemerkung erlauben und man könnte Unannehmlichkeiten haben. Dann habe ich das nötig. In Sarajevo hat es aber bös aussehen müssen, Herr Wirt. Ja, um die Zeit ist immer sehr heiß in Sarajevo. Ich kann mich erinnern, wie ich gedient habe. Da haben wir unseren Herrn Oberleutnant immer ein Eis am Kopf legen müssen. In welchem Regiment haben Sie gedient? An solche Kleinigkeiten erinnere ich mich nicht. Habe ich mich immer an Dreck darum gekümmert und war auch nichts drauf neugierig. Schönen guten Abend, wünsche ich allerseits. Grüß Ihnen. Baliwetz, ein Bier, ein schwarzes. Ja. In Wien, da haben Sie heute auch Trauer. Also, er ruht schon in Gottes Schoß, der Herr Erzherzog. Er hat's nicht einmal erlebt, dass er Kaiser geworden ist. Das in Sarajevo, das haben die Serben gemacht. Da irren Sie dann, mein Lieber. Da irren Sie dann aber gewaltig. Das haben die Türken gemacht. Ja? Wegen Bosnien und der Herzegowina. Hast du diese Türken gern? Hast du diese heidnischen Hunde gern? Was? Ein Gast ist wie jeder andere, auch wenn es ein Türke ist. Für uns Gewerbetreibende, da gibt's keine Politik. Bezahl dein Bier und setz dich hin und quatsch, was du willst. Das ist mein Grundsatz. Gut, Herr Wirt, aber Sie werden doch zugeben müssen, dass das ein großer Verlust für Österreich ist. Was heißt großer Verlust? Unersetzlicher Verlust. Weil der Ferdinand, der lässt sich nicht durch jeden beliebigen Trottel ersetzen. Nur noch dicker hätte er sein sollen. Wie meinen Sie das? Na ja, dann hätte ihn schon früher in aller Ruhe der Schlag getroffen. Aber so ist es ein Skandal und bleibt auf der ganzen Familie sitzen. Hm. Sie gestatten? Es gibt nämlich Beispiele. Schauen Sie, bei uns in Budweis, da war ein Viehhändler, ein gewisser Bratislav Ludwig. Und der ist erstochen worden. Und wenn dem sein Bruder, der Bohuslav, später auf den Markt gekommen ist, hat niemand von ihm was nehmen wollen, weil jeder gesagt hat, das ist der Bruder von dem Erstochenen. Das wird genauso ein Lump sein. Sie ziehen aber merkwürdige Vergleiche. Zuerst sprechen Sie vom Erzherzog und dann von einem Viehhändler. Ich möchte mir nicht erlauben, jemand mit jemandem zu vergleichen. Nein, ich sage nur, ich möchte bitte schön nicht in der Haut von der Frau Erzherzogin stecken. Denn was wird passieren? Sie wird wieder einen Erzherzog heiraten, wird wieder nach Sarajevo fahren und wird wieder Witwe werden. Wie kommen Sie denn da? Schauen Sie, wie gesagt, es gibt Beispiele. Zum Beispiel in Sleeve. In Sleeve, da war ein Häger, der hat auf den hässlichen Namen Pinscher gehört. Der war verheiratet, hat zwei Kinder gehabt und dem haben die Wilddieben erschossen. Da hat die Frau nach 2 Jahren wieder einen Häger geheiratet, einen gewissen Schavlitz-Pepi aus Midlovac. Mit dem hat sie wieder 2 Kinder gekriegt und den haben auch die Wilddieben erschossen. Noch hat sie noch ein drittes Mal geheiratet? Selbstverständlich. Aber diesmal keinen Häger, sondern einen Schweinschneider aus Wodnan und mit dem hat sie auch 2 Kinder gehabt. Und der hat wieder sie mit dem Schlachtmesser erschlagen und jetzt sind die 6 Weißlinge allein geblieben. Und wie sie ihm dann beim Kreisgericht in Pisek zum Tod verurteilt haben, da hat er dem Richter die Nase abgebissen und hat gesagt, er bereitet überhaupt nichts. Er hat schreckliche Dinge über unseren Herrn Kaiser gesagt.
Was hat er denn gesagt? Ich weiß nicht. Aber es muss so furchtbar gewesen sein, dass sich niemand getraut hat, es zu wiederholen. Es waren keine gewöhnlichen Beleidigungen, wie man sie begeht, wenn man ein bisschen betrunken ist. Ne? Welche Majestätsbeleidigung begeht man denn da? Ich bitte Sie, meine Herren, sprechen Sie von was anderem. Ich hab sowas nicht gern. Man lässt was fallen und das kann manchmal verdrießen. No, was für Majestätsbeleidigungen begeht man schon? Na, trinken Sie mal ein paar Glas Bier, lassen sich die österreichische Volkshymne vorspielen und Sie werden sehen, was Sie reden werden. Na, was zum Beispiel? Nein, also der alte Herr hat das wirklich nicht verdient. So viel Unglück hat er. Zuerst haben sie ihm seine Frau, die Elisabeth, mit einem Dolch durchbohrt. Und dann hat er seinen Sohn Rudolf verloren, im zarten Mannesalter. Den Johann Ort, seinen Onkel, der ist auch weg, der ist abhanden gekommen. Seinen Bruder, den Max in Mexiko, den haben sie irgendwo an einer Festungsmauer niedergeschossen. Und jetzt den zweiten Onkel. Nein, also wirklich, da muss man eiserne Nerven haben. Wenn's zum Krieg kommt, dann melde ich mich freiwillig und lass mich für unseren Kaiser in Stücke reißen. Krieg? Na, selbstverständlich. Na, glauben Sie, der Kaiser wird sich das gefallen lassen? Nein, wird er sagen. Er wird sagen, aha, ihr habt mir meinen Onkel erschlagen. Na, wart's nur, jetzt kriegt's einen in die Kuschen. Krieg muss sein mit den Türken. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mehr brauchen Sie auch nicht zu sagen. Kommen Sie mit mir auf den Gang. Dort werde ich Ihnen etwas sagen. Sie sind verhaftet. Sie kommen sofort mit auf die Polizeidirektion. Verzeihen Sie bitte schön, das muss ein Irrtum sein. Sie müssen mich mit irgendjemand verwechseln. Ich habe nie irgendetwas gesagt, was irgendjemand beleidigen könnte. Sie haben sich einer Reihe strafbarer Handlungen schuldig gemacht, unter denen Majestätsbeleidigung und Hochverrat noch die geringsten sind. Kommen Sie. Und wer wird mein Bier bezahlen? Die Polizei oder unser Herr Kaiser? Na gut. Also, ich habe zwei Bier gehabt und dann gibst du mir noch einen Schligowitz, weil ich muss gehen, weil ich bin nämlich verhaftet. Sind Sie verheiratet? Ja. Kann Ihre Frau das Geschäft führen, wenn Sie nicht da sind? Sicher. Dann übergeben Sie den Betrieb. Abends um 9 Uhr werden wir Sie abholen. Ja, aber wofür riech ich? Ich war doch so vorsichtig. 27 Heller. Dafür, dass Sie gesagt haben, dass die Fliegen auf den Kaiser geschissen haben. Man wird Ihnen den Kaiser noch aus dem Kopf treiben. Du kränk dich nicht. Ich gehe wegen Hochverrat hin. Prost. Der Spaß wird Ihnen noch vergehen. Los. Nein, bitte nach Ihnen. Das könnte Ihnen so passen. Wenn ich vorausgehe, möchten vielleicht die Leute glauben, dass ich was Besseres wie Sie bin. Wenn man Sie in meiner Gesellschaft sieht, weiß jeder, dass Sie ein Lump sind. Los. Guten Abend, Fischer, Benehmen Sie sich nicht so blöd. Entschuldigen Sie vielmals, bitte. Ich bin wegen Blödheit vom Militär entlassen worden. Ich bin ein behäglicher Idiot. Das, wessen Sie sich schuldig gemacht haben, beweist, dass Sie alle fünf Sinne beisammen haben. Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen Hauses. Und das alles in einem öffentlichen Lokal, das ist Aufwiegelung. Was sagen Sie dazu? Es ist viel. Und allzu viel ist ungesund. Gut, dass Sie das wenigstens einsehen. Meine Gehorsams, ich sehe alles ein. Strenge muss sein. Ohne Strenge möchte niemand nirgendwo hinkommen. Halten Sie's Maul, reden Sie erst, wenn ich Sie frage. Verstehen Sie? Meine Gehorsams, dass ich verstehe. Mit wem verkehren Sie? Mit meiner Bedienerin. In hiesigen politischen Kreisen haben Sie keine Bekannten? Oh ja. Ich lese die Reichspost. Das heißt, ja? Nur wenn mir der Pferdefleischhändler Homolka das Hundefutter drinnen einpackt. Raus! Bitte, wenn Sie vielleicht einmal ein Hunderl brauchen möchten, ich könnte Ihnen eins verschaffen. Scheren Sie sich raus! Ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen.
Ich habe zwei Studenten, die Serben sind, im Wirtshaus die Zeche bezahlt. Ich bin unschuldig. Weil der eine von ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich bin Vorsitzender des Wohltätigkeitsvereins Dobromil. Im August haben wir neue Vorstandswahlen. Wenn ich dann nicht zu Hause bin, kann es sein, dass man mich dann nicht mehr wählt. Ich überlebe diese Schande nicht. Das sind Ihre Sorgen. Ich habe eine Papierhandlung. Das ist leider kein Beweis für Ihre Unschuld. No, panu Ocku, ale co ja teraz robię? Jak ja wrócę do przydania bez koszyku, bez łysku? Panie, no jak tak można z ludźmi postępować? Nie może. Guten Abend allerseits, Herren, Na, sind Sie auch wegen dem Franz Ferdinand da? Ich habe nichts zu tun mit euch Hochverrätern. Ich sitze nur wegen versuchten Raubmord. Guten Abend. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Das hat doch damit nichts zu tun. In Zeiten, die so gefährlich sind, dass man auf Erzherzogen schießt, muss man sich gefallen lassen, dass man auf die Polizeidirektion gebracht wird. Da, ich bin auch schon hier. No, das ist aber lustig, dass du schon da bist. Ich freue mich, dass jener Herr das Wort gehalten hat, dass du bald kommen wirst. So eine Pünktlichkeit ist eine schöne Sache. Ja, aber hier ist doch gar kein Platz mehr. Warum? Je mehr unser Sein werden, desto lustiger wird uns sein. Und jener Herr Brr wird schon dafür sorgen, dass wir noch mehr werden. Haben Sie davon gelesen? Nein. Wissen Sie davon? Nein. Aber Sie wissen doch, worum es sich handelt. Nein, darum kümmere ich mich nicht. Aber es sollte Sie doch interessieren. Ich weiß nicht, was mich da interessieren sollte. Ich rauche meine Zigarre, ich trinke meinen Schwarzen, ich esse mein Abendbrot und lese keine Zeitungen. Die Zeitungen lügen. Wozu sollte ich mich aufregen? Sie interessiert also nicht einmal der Mord in Sarajevo? Ich kümmere mich überhaupt um keinen Mord. Ob das in Prag ist, in Wien, in Sarajevo oder in London. Dazu sind die Behörden da, die Gerichte, die Polizei. Wenn jemand irgendwo erschlagen wird, Recht geschieht ihm. Warum ist der Trottel so unvorsichtig und lässt sich erschlagen? Kommen Sie mit. Sie sind verhaftet. Diese Biester, zuerst haben sie mir seine Majestät den Kaiser verschweint und dann bringen Sie mich noch ins Kriminal. Das werde ich diesen Fliegen nie verzeihen. Naja, aber das ist ja nicht so schlimm. Früher war es viel schlimmer, eingesperrt zu sein. Jetzt gibt es keine spanischen Stiefel, kein Vierteilen. Alles haben wir. Pritschen haben wir. Dann haben wir Bänke, Tische. Wir kriegen Suppe. Wir kriegen Brot. Jeden Tag einen Krug Wasser. Und den Abort haben wir direkt vor der Nase. No? Überall, wo man hinschaut, nur der Fortschritt. Schweigt zum Verhör. Verzeihen Sie bitte, das muss ein Irrtum sein. Man hat mich erst vor ganz kurzer Zeit von dort hinausgeschmissen. Reden Sie doch an Spanien und kommen Sie mit. Jawohl. Auf Wiedersehen, Palinetz. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, ich weiß schon mehr. Auf Wiedersehen. Eingeladen im Hochverrat, Majestätsbeleidigung, Beleidigung der Mitglieder des Kaiserlichen Hauses, Aufwiegelung in einem öffentlichen Lokal. Alle oben angeführten Beschuldigungen gegen mich, Unerfahrheit. Unterschreiben Sie? Ja, wenn Exzellenz sagen, ich soll das unterschreiben, werde ich es unterschreiben, mir kann es nicht schaden. Aber wenn Exzellenz sagen, ich soll es nicht unterschreiben, dann werde ich leiden, dann bis man mich in Stücke reißt. Also schreiben Sie. Soll ich noch was unterschreiben? Morgen früh werden Sie ins Strafgericht überführt. Ja, bitte um wie viel Uhr, damit ich um Gottes Willen nicht verschlafen soll. Los! Hm.
Also hier geht alles wie am Schnierer. Eben habe ich gestanden, dass ich Herrich den Herrn Erzherzog Franz Ferdinand erschlagen habe. Jesus, jetzt kommt mein Feuer. Lass mich in Ruhe. Leider muss ich euch morgen verlassen. Willst du dich hängen? Nichts Genaues weiß man nicht. Also das hier erregt mein Wohlgefallen. Die Steine sind solide, die Gitter stehen fest. Da wohnen Menschen, die was auf sich halten. Herein! Sind Sie der Schweg? Ich denke schon, Herr Gnaden. Weil schon mein Vater war ein Schweg und auch meine Mutter war eine Schweg. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Schweg. Herr Schweg? Ich habe geglaubt, ich habe kein Recht auf Herr, weil ich bin doch verhaftet. Man kann doch trotzdem höflich miteinander reden, nicht? Also bitte. Sie haben sich da eine hübsche Geschichte eingebrockt. Sie haben hübsch viel auf dem Gewissen. Ich habe immer viel auf dem Gewissen. Vielleicht mehr, wie Sie, Herr Gnaden. Hat man auf der Polizei Druck auf Sie ausgeübt, damit Sie das hier unterschreiben? Aber woher denn? Aber nein, ich werde mich doch wegen einer Unterschrift nicht herumstreiten. Fühlen Sie sich eigentlich ganz gesund, Herr Schweg? Nicht ganz. Ich habe Reime im Knie, im Linken. Ja, Sie sollen erklärt und verbreitet haben, dass bald ein Krieg ausbrechen wird. Das stimmt. Der bricht aus in kürzester Zeit. Werden Sie manchmal von Anfällen gepackt? Nein. Nicht? Nein, nur einmal, ja? Da bin ich am Karlsplatz beinahe von einem Automobil gepackt worden. Aber na, das ist schon. Und das schon sehr lange her. Wissen Sie was, Herr Schweg? Wir werden jetzt hübsch eine Kommission von Gerichtsärzten zusammenstellen und Sie hübsch untersuchen lassen. Inzwischen ruhen Sie sich hübsch aus. Ich bin auch schon mal von dir untersucht worden. Damals, als ich wegen Diebstahl von Damenwäsche vor die Geschworenen gekommen bin. Sie haben mich für schwachsinnig erklärt. Wie ich beim Militär war, da haben sie mich den Tierärzten vorgeführt und die haben konstatiert, dass ich ein Rindfisch bin. Hoch, Kaiser Franz Josef! Was ist schwerer, Radium oder Blei? Also, bitte, ich möchte sagen, Blei ist eine sehr schwere Sache. Aber wenn Sie mich so fragen, na dann ist es doch bestimmt das andere, was? Radio? Ja. Bitte, meine Herren, was ist Radium? Wissen Sie, wo Wilhelm Tell gelebt hat? Sie meinen den Terich, Terich Wilhelm. Das ist der bucklige Schneider, gleich neben der Goldenen Gans im Budweis, was? Können Sie mir den genauen Erddurchmesser angeben? Ich glaube, dass ich das nicht treffen möchte. Mir genügt das. Noch eine Frage, bitte. Wie viel ist 12.823 mal 15.498?
726. Ich glaube, es genügt vollkommen. Führen Sie den Angeklagten weg. Dankeschön. Mir genügt es auch vollkommen. Ich empfehle mich, meine Verehrung, die Herren. Bitte kommen Sie mit. Sehr gerne. Schreiben Sie bitte. Die Kommission bescheinigt dem vorgeführten Josef Schweg völlige geistige Stumpfheit und angeborenen Kretinismus. Überführung in die psychiatrische Klinik, um festzustellen, wie weit sein Geisteszustand für die Öffentlichkeit und für seine nähere Umgebung gefährlich ist. Punkt. Umdrehen. Meldorsamst, tauglich für alle Waffengattungen. Sagen Sie, was haben Sie gesagt? Machen Sie 3 Schritte nach vorne und 3 zurück. Sagen Sie, können Sie nicht bis 3 zählen? Oh ja, ich kann schon, aber ich denke mir, auf 1, 2 oder auf 3 Schritte kommt es mir nicht an. Also los, hinsetzen. Singen Sie. Sofort los, was Ihnen gerade einfällt. Ja, bitte, ich kann Sie ja sollen singen. Jawohl. Fromm und wieder wahr und offen, lasst für Recht und Pflicht und Schön, lasst, wenn's gilt. Dann sind Sie schon einmal auf Ihren Geisteszustand untersucht worden? Melde gehorsamst, das ja. Man hat mich vom Militär wegen Blödheit und Idiotie entlassen. Sie können sich bitte bei den 91ern in Budweis erkundigen. Also ich glaube, Sie sind ein Simulant. Ein Simulant von schwachem Verstand. Was? Bringen Sie seine Kleider und schicken Sie uns den Kerl vom Hals. Er ist entlassen, der Kerl. Dankeschön. Danke, Gehorsams. Was soll das? Bitte, ich möchte den Herren nicht meinen Hintern zeigen, damit sie nicht glauben, sie missen mich.
Nein! Lass es nicht herunter! Ich habe ein Recht darauf, ich will nicht! Die können mich doch nicht vor Mittagessen hinausschmeißen! Was soll dieser Graf? Scheren Sie sich zum Teufel! Ich lasse mich nicht vor Mittag mal hinauswerfen! Das kommt mir so vor, wie wenn man mich für ein Straßenmädel halten möchte! Ich werde Ihnen zeigen, für was wir Sie halten! Doch wie reden Sie mit mir? Polizei! Was gibt's da? Der renitente Bursch fühlt sich nicht wohl in der Freiheit. Das kann man leicht ändern. Sie sind arretiert. Wo ist denn Ihr Kommissariat? In der Seilengasse. Kommen Sie. Kommt überhaupt nicht die Frage, bis dass wir dort sind, ist dort auch schon das Essen ausgegeben. Und ich habe einen Anspruch auf ein Essen, ob ich ein Verrichter bin oder ein Verbrecher. Auch noch Widerstand gegen die Staatsgewalt? Was kommt Sie daher zu stehen? Ah. Kommen Sie! Was sollen? Obstinatwehr, was? Obstruktion gegen die Ordnung? Stecken Sie hinters Gatter. Wissen Sie, was das ist? Ich nehme an, das heißt Einzelzelle. Aber das ist nicht so schlimm. Ich nehme es, wie es kommt, meine Herren. Machen Sie sich hier nicht zu breit. Ich bin ganz bescheiden und ich bin dankbar für alles, was Sie für mich tun. Mein Herr, wie spät kann es beiläufig sein? No, es ist jetzt Mittag. Bis zum Abend, da ist noch lang. Nehmen Sie mir den Riemen. Ich will Schluss machen. Ja, aber herzlich gern. Bitte schön. Nur schade, dass da nirgendwo ein Haken ist. Der Riegel vom Fenster wird Sie nicht halten. Wissen Sie was? Das Beste wird sein, Sie hängen sich kniend an der Pritschen auf, so. Bitte, ist ein bisschen umständlich. Ich am Kinderchen bin hier seit 6 Uhr wegen Trunkenheit und unsittlichen Lebenswandel, ja. Meine arme Frau. Ich muss ins Büro. Ja, was haben Sie denn angestellt? Oh, ich kann mich selber nicht erinnern, was ich aufgeführt habe. Ich weiß nur, dass ich betrunken war und dass mich rausgeschmissen haben irgendwo. Sind Sie vielleicht einer Dame zu nahe getreten? Nein, ich soll Sie bloß verprügelt haben. Und mit dem Taschenmesser den Hut zerschnitten. Und dann habe ich angeblich die Marmorplatten von meinem Tisch zertrümmert und dem Herrn am Tisch nebenan in den Kaffee gespuckt. Und das war der Bezirkshauptmann. Oi, na dann sind Sie verloren. Was? War Rum in dem Kaffee? Tja. Wenn Rum drin war, wird's furchtbar. Warum ist da ja? Ich muss ins Büro. Schweig. Ja? Ab zur Polizeidirektion. Sei bitte, das muss ein Irrtum sein. Der Herr wartet schon seit 6 in der Früh. Ich bin erst seit Mittag. Ich habe ja Zeit. Na so schön. Wieder schon. Und nicht im Café stoßen. In dieser ernsten Stunde bin ich mir der ganzen Tragweite meines Entschlusses und meiner Verantwortung vor dem Allmächtigen voll bewusst. Ja, aber wozu haben wir denn das große Heer? Doch nicht bloß zum Paradieren, die Kavallerie, die Artillerie, die Infanterie, der Schwein und alles. Was man bei uns beim Militär gesagt hat? Mal halten die Kunst weiter dienen. Das ist das Beste. Ja, und Stern fürs Vaterland. Ja, ja. Halten Sie Kuschen. Sie bringen sich leicht ins Unglück. Noch ein Wort, Sie, und Sie kriegen was eine Kuschen. Was halten Sie von der Lage? Geht heute das große Schlafen wieder, bei Tag und bei der Nacht? Denken Sie an unsere tapferen Soldaten an der Front? Aber woher denn? An unsere Rindviecher natürlich im Schlachthof. Ich bin doch ein Metzger und wir machen die Rindfleischkonserven für die Karten. Hoch, Kaiser Franz Josef! Diesen Krieg gewinnen wir! Jetzt halt es die Goschensesel! Und ich wiederhole nochmals, dass wir diesen Krieg gewinnen! Es tut mir sehr leid, dass Sie wieder in unsere Hände gefallen sind. Wir haben gehofft, dass Sie sich vielleicht bessern werden. Aber wir haben uns getäuscht. Herr Gnaden, der Schein trägt leider manches Mal. Benehmen Sie sich nicht so blöd. Für uns ist es gewiss sehr unangenehm, Sie in Haft zu halten. Und ich kann Ihnen versichern, dass meiner Meinung nach Ihre Schuld gar nicht so groß ist. Bei Ihrer geringen Intelligenz sind Sie zweifellos verleitet worden. Schauen Sie, Herr Schweig,
Wer verleitet Sie eigentlich dazu, solche Dummheiten zu machen? Herr Gnaden, ich weiß von keinen Dummheiten. Dann ist das keine Dummheit, wenn Sie vor dem Kriegsmanifest einen Menschenauflauf hervorrufen und das Volk mit Ausrufen aufwiegeln. Hoch Kaiser Franz Josef, diesen Krieg gewinnen wir. Herr Gnaden, verzeihen Sie, aber ich habe nicht untätig bleiben können. Ich war so aufgeregt. Ich habe gesehen, wie die Leute vor dem Kriegsmanifest stehen und wie sie es lesen. Und es herrscht keine Freude. Kein Hoch, kein Hurra, kein gar nichts, wie wenn das die Menschen nicht angehen möchte. Und da kann man nicht untätig bleiben. Schauen Sie, wenn schon Krieg ist, da muss man ihn gewinnen. Da muss man dem Kaiser hochrufen. Das wird mir niemand ausreden. Oder hätten Sie niedergerufen? Holt Sie der Teufel. Sie sind entlassen. Aber wenn Sie noch einmal herkommen, werde ich Sie nicht mehr ausfahren. Und Sie werden direkt ins Militärgericht auf den Ratschin wandern. Haben Sie verstanden? Jawohl. Vergelt's Gott tausendmal, Christiane. Und Herr Gnaden, bitte, wenn Sie einmal einen Hund dann brauchen, sich nur vertrauensvoll an mich wenden. Ja. Herr Gnaden, ich habe nämlich einen Hundehandler. Ich habe die Menge auf dem Karlsplatz beobachtet. Und die Leute jubeln? Nicht direkt, aber es ist so, wie die Reichspost schreibt. Eine stumme Ergriffenheit, ein heiliges Feuer, das nach innen schlägt. Grüße dir. Das ist ja der Schweg. Welcher Trottel hat ihn denn auf freien Fuß gesetzt? Der Trottel bin ich. Entschuldigen Sie, aber ich habe mir so viel Mühe gegeben, diesen ausgekochten Verbrecher dingfest zu machen. Und so einen lassen Sie laufen? Das grenzt ja an fahrlässigen Landesverrat. Der Schweg ist so blöd, dass ihm seine Taten allein gar nicht einfallen können. Der hat Hintermänner. Die müssen wir finden. Aber wie? Dafür haben wir ja unseren tüchtigen Geheimdienst. Geben Sie sich halt ein bisschen Mühe. Jetzt ist er misstrauisch gegen mich. Einen Politischen fängt man nicht mit Politik. Dem muss man privat kommen oder geschäftlich und dabei aushorchen. Er handelt mit Hunden? Mein Sohn ist Unteroffizier bei den 38ern. Die sind schon in Serbien. Da war mein Schwager. Der ist schon verwundet am Kopf. Mein Bruder liegt auch schon im Lazarett. Dem haben sie ein Bein abgenommen. Die Verluste sind fürchterlich. Besonders bei den Offizieren. Mhm. Wenn die Serben einen Verwundeten finden, dann schlagen sie den Kopf. Guten Tag, liebe drei zusammen. Na, da bin ich wieder. Ein Bier. Der Pali wird's noch nicht zurück. Sie haben ihm 10 Jahre aufgebrummt vor einer Woche. Na also, da hat er ja schon 7 Tage hinter sich. Neue Gäste? Die sind harmlos. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Verzeihen Sie so, dass man unendlich vorsichtig sein muss. Also, dass man einem Unschuldigen 5 Jahre aufbrummt, das habe ich schon gehört, aber 10 ist ein bisschen viel. Wir sind abgeführt haben nach dem Urteil, hat er auf dem Gang geschrien, es lebe der freie Gedanke. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und der Herr Brettschneider, geht er nicht mehr her? Er war ein paar Mal hier, hat 1 oder 2 Bier getrunken und zugehört, wie die Gäste vom Fußball reden. Immer wenn sie ihn sehen, reden sie vom Fußball. Ist ihm noch jemand auf den Leim gegangen? Nur ein Tapezierer aus der Quergasse. War das ein dummer Mensch? Ungefähr wie mein Mann. Hm. Brettschneider hat ihn gefragt, ob er auf die Serben schießen möchte. Da hat er ihm gesagt, dass er nicht schießen kann. Dass er einmal bei einer Schießbude war und dort die Krone durchschossen hat. Na, dann sind sie fortgegangen und der Tapezierer ist nicht mehr zurückgekommen. Manch einer wird nicht mehr zurückkommen. Einen Rum,
Einen doppelten. Unser haben so schlecht geschossen, es ist ein Skandal. Na, da kann man ja nichts gewinnen. Geschossen? Wo? Beim Fußballmatch gegen Italien. Na, zum Glück haben sie noch den Schiedsrichter verprügelt. Seit wann interessieren Sie sich für Fußball, Herr Schweck? Hier, ist der Herr Brettschneider. Ich hätte fast nicht erkannt, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Das letzte Mal haben wir uns doch, wenn ich mich nicht irre, auf der Polizeidirektion gesehen, was? Ja, vergiss mal das. Warum? Ich müsste Ihnen alle Hände küssen für die vielen schönen Erlebnisse, was ich gehabt habe durch Sie. Wieso? Na, schauen Sie, unser einer hat doch sonst nur Umgang mit Hunden, Bastarden. Und auf einmal lernt man unsere Beamten kennen. Also das ist schon ein kolossaler Unterschied, muss man sagen. Nein, 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 tun Sie nicht so, als ob es Ihnen gefallen hätte. Aber hat mir doch gefallen, besonders im Ehrenhaus. Also ich sage Ihnen, dort herrscht eine Freiheit, wie sie sich nicht einmal die Sozialisten treiben. Und keiner schämt sich für was. Einer war dort, der hat sich ausgegeben für die heilige Dreifaltigkeit. Nur damit er drei Portionen bekommt. Was trinkst du denn? Ich bin schon beim Rum. Ein Rum und ein Bier. Wissen Sie, ich bin nämlich heute ihretwegen privat gekommen. Ach so? Ja. Ich habe auf der Polizeidirektion erfahren, dass sie Hunde verkaufen. Mhm. Ich brauche einen Rattler oder einen Spitz oder sowas. Na, das kann ich Ihnen alles verschaffen. Aber für Sie wäre vielleicht am besten ein Polizeihund, der alles ausschnüffelt, der so auf die Spur des Verbrechens fiel. Oder vielleicht wäre auch gut ein Spitz. Ich weiß einen Spitzen bei einem Wirten in Davids. Der hat keine Zähne, also kann er nicht beißen. Oder ein Rattler. Ein Rattler, so ein kleiner, den kann man auf den Arm nehmen. Je kleiner, desto teurer. Wirklich wahr. Bitte, ich habe einen Hund, das ist ein Hitterhund. Ja, vier Lämmer, so groß. Der kostet 50 Kronen. Und dann habe ich einen, der ist für Rindviecher. Der kostet nur 25 Kronen. Und jetzt ist aber eine Frage. Soll es ein alter oder ein junger Hund sein? Soll es ein Hund oder eine Hintin? Ist mir ganz egal. Bringen Sie mir morgen um 7 Uhr abends hierher. Einverstanden? Einverstanden. Aber in diesem Fall bin ich gezwungen, Sie leider Gottes um einen Vorschuss von 30 Kronen zu bitten. Ohne weiteres. Ja. Im Papier? Papier. Mhm. 30. 1, 2, 3. So. Und jetzt trinken wir noch jeder ein Viertel Wein auf meine Kosten. Und dann plaudern wir ein bisschen. Ich möchte gern mit Ihnen saufen, Herr Brettschneider, aber leider, das Geschäft geht vor. Zum Wohle. Frau Paliwetz, er zahlt. Herr Sterina. Zahlen. Zwei Bier und einen Rum. Und Herr Schweck hatte vorher noch ein Bier und einen doppelten Rum. Na, warte, Freundin. Das nächste Mal zahlst du drauf. Frau Miller. Ja, aber ich habe ja geglaubt, dass Sie erst in ein paar Jahren zurückkommen werden. Und jetzt sind Sie froh, dass ich wieder da bin, was? Nein, ich habe nämlich aus Mitleid einen Portier aus einem Nachtcafé
in ihrem Zimmer aufgenommen. Dann haben Sie es aber sehr eilig gehabt mit Ihrem Mitleid. Hm? Ich habe das schon dreimal war Hausdurchsuchung. Haben Sie was gefunden? Nein, aber Sie haben gesagt, dass deswegen der Herr verloren ist. Wieso? Weil Sie so raffiniert sind, dass Sie keine Spuren hinterlassen haben. Jetzt weg, Frau Mira. Hallo! Sie, Herr, dass Sie mir nur das Mittagmahl nicht verschlafen. Mir ist das einmal passiert und es wäre mir unangenehm, wenn die Leute sagen möchten, ich habe Sie von hier hinausgeschmissen und Sie haben nirgends mehr was zum Essen bekommen. Wenn mich jemand wecken will, dem breche ich sämtliche Knochen. Wenn Sie sich nicht werden anziehen, werde ich Sie so nackern, wie Sie jetzt sind, auf die Gassen hinausschmeißen. Es wird für Sie von großem Vorteil sein, wenn Sie in Hosen von hier hinausfliegen. Na? Ja. Ich habe bis 8 Uhr abends schlafen wollen. Ich zahle der Frau pro Tag 2 Kronen fürs Bett. Pro Person? Wir haben ausgemacht, dass ich mir Fräuleins aus dem Kaffeehaus herführen kann. Mitzi, steh auf. Na? Ach, Jungs, gemeiner, Sie werfen mich nicht raus. Ich bin ein versehentlicher Mensch. Ich lass mit mir reden. Jesus. Der Josef. Jesus, die Marie. Wir haben schon lange nicht miteinander das Vergnügen gehabt. Ihr Polizeibügel ist in Ordnung. Im Nachtcafé Mimosa haben nur anständige Damen Zutritt. Und Sie geben mir mein Geld wieder. 50 Kronen habe ich Ihnen vorausbezahlt. Ja, also gehen wir, ist schon in Ordnung, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Moment. Auf Wiedersehen, gehen wir. Servus, Marie. Müller. 50 Kronen, meine liebe Frau Müller. Ich muss schon sagen, von jedem Herrn hätte ich mir das nicht gefallen lassen. Naja, bitte vergiss nicht, letzten Endes ist das ja mein Bett, nicht? Und damals, nach dem Manöverball in Hostiles, da habe ich auch nicht so viel fragen müssen. Schaust heute fast noch besser aus als in der Montur. Ja, na du hast dich aber auch gemacht. Doch gesagt, ich gehe in die Stadt mich selbstständig machen. Ja. Nur jetzt habe ich es erreicht. Also du, wenn es dir nicht unangenehm ist, ich muss da sagen, es ist mal lieber hier wie in Arrest. Also servus, Mann. Und lass dich bald einmal wieder anschauen. Servus. Da. Es zieht nämlich. Und das ist nicht gut für den Rheumatismus bei einem älteren Herrn. No. Und was ist mit den Hunden? Also, der junge Rattler, was wir am Hof versteckt haben, ist krepiert. Und der Bernardiner ist uns davongelaufen, wie sie hier die Hausdurchsuchung vorgenommen haben. Na, dann kann er ja in die schönste Schlamastik hineinkommen. Jetzt wird ihn die Polizei suchen. Er hat den Polizeikommissar, der ihn unterm Bett hervorgezogen hat, gebissen. Und das wird jetzt auf mich fallen. Jetzt werden Sie sagen, ich habe den Hund angelernt, dass er Polizisten beißt. Oh, ja, also. Zuerst hat er den Bernardiner im Namen des Gesetzes aufgefordert, unter dem Bett hervorzukommen. Und der hat nicht wollen, also hat ihn der Polizeikommissar hervorgezerrt, er hat ihn gebissen, der ist zur Tür hinaus und ist nicht mehr wiedergekommen. Na, schrecklich, schrecklich. Wenn man sieht, was Sie mit Hunden aufführen, kann man nur froh sein, dass Ihnen, Frau Müller, nichts passiert ist. Naja. Bei mir, da haben sie so Anspielungen gemacht, dass ich dumm bin. Ja. Und dann haben sie mir den Portier von dem Nachtcafé her empfohlen, damit ich mich nicht allein in der Wohnung fürchte. Was, Frau Miller, die Polizei hat den Portier... Setzen ja. Sie doch.
den nämlichen, den Sie hinausgeschmissen. Ich habe so ein Pech mit diesen Behörden. Noch dazu jetzt, wo ich mit Ihnen ins Geschäft kommen könnte. Weil den Bernhardiner, den hätte man ja ohne weiteres als Polizeihund verkaufen können. Frau Miller, die Hündin von der Frau Janacek gegenüber, ist die nicht reifig? So, komm schön. Geht's einkaufen, Herr? Ja, Frau Miller. Sie können schon das Nachtmahl vorbereiten für die neuen Untermieter. Na komm, den holen wir uns. Nicht, nicht so auf, lauf nicht so. Was ist denn da? Auch nicht schlecht. Na komm, lass dich nicht so ziehen. Was ist denn? Na geh schon. Jetzt weg von der Dame, ihr Hundsvieh. Hallo, du bist frei. Was ist denn das? Also, ihr seid mir ein Lumpenpack. Ja, gleich sind wir zu Hause. Na ja, schon. Kommt's, Kleine, komm's. Hopp, 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 hopp. Jesus, Marian Josef, die wollen Sie alle behalten? Na rein, gehen wir, meine Herrschaften, wenn ich bitten darf. So, da hinein, meine Herrschaften. Schön, so, einer nach dem anderen. Na schön, na komm, 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 komm. Guten Abend, Frau Wirtin. Na, ist der Herr Brettschneider schon da? Ich habe nämlich mit dem Herrn hier eine Verabredung. Seien Sie bloß vorsichtig. Und was heißt vorsichtig? Ihr Mann war auch vorsichtig gewesen. Und was hat er davon gehabt? 10 Jahre hat er bekommen. Ich sage Ihnen, auch im Krieg muss der Mensch leben. Und wenn dieser Herr mit mir einen ärarischen Hundehandel anfangen will, bitte, soll er. Was wollen Sie denn trinken? Na also, nein, ich warte, bis jeder herkommt. Nur, Frau Palinetz, wenn Sie hinuntersteigen in den Bierkeller, geben Sie ein bisschen Acht, weil ich habe da noch 2 Musterexemplare aus meiner Sammlung unten angebunden. Ah, Sie sind aber pünktlich. Ja. Was denn? Gleich 2? Naja, Sie müssen sie nicht beide nehmen, aber sie hängen so aneinander. Sie sind miteinander aufgewachsen. Wissen Sie, sie auseinanderreißen, das wäre direkt unmenschlich. Komm, setzen wir uns zuerst und trinken was. Mhm. Schön, Brokopplatz. Brav. Frau Wirtin, bringen Sie uns einen Rum mit 2 Gläsern. Ich bin heute wieder nicht im Dienst. Und ich hoffe, Sie werden sich nicht fürchten. Warum soll ich mich fürchten? Fürchten brauchen sich höchstens die 2 Hunderl, weil sie verkauft werden. Hm? Lass uns die Flaschen gleich da, damit sie nicht so oft rennen müssen. Muss ja nicht jeder hören, wenn wir über Politik reden, ne? Ich spreche im Wirtshaus nie über Politik. Politik ist ein Geschäft für kleine Kinder. Wir sollten uns aber darum kümmern, was geschieht und wohin es mit uns geht. Ein schwacher Staat, in dem man alles laufen lässt, der ist zum Untergang verurteilt. Habe ich nicht recht? Ja, ich habe nie was mit dem Staat zu tun gehabt. Aber es ist schon möglich, dass Sie recht haben. Ich habe mal 2 junge Bernhardiner in Pflege genommen. Die waren auch sehr schwach. Ich habe sie mit Kommis Zwieback gefüttert und richtig sind sie mir krepiert. Ein großer Teil unserer Jugend ist unzufrieden. Daher unruhig und gefährlich. Habe ich nicht recht? Also, wenn junge Hunde unzufrieden und gefährlich sind, dann haben sie meistens Würmer. Da muss man sie einsperren, darf ihnen nichts zu fressen geben, muss ihnen jede 3 Stunden ein Löffel Rizinusöl geben. Aber
Die 200, was ich Ihnen da verkaufen möchte, die platzen vor Gesundheit. Nur reden wir vom Geschäft. Das hat ja Zeit. Ich plausche so gern mit Ihnen. Herr Brettschneider, ich durchschaue Sie. Ein Geheimpolizist, der was sich Hunderten kauft, hat es noch nie gegeben. Na, Sie wollen, dass ich noch einmal auf Sie hineinfallen? Was reden Sie denn da zusammen? Ich bin im Herzen ein geseliger Mensch. Und die 200 dort, die kennen schon mehr. Trinkt mal drauf. Bitte. Die große Dogge kostet 30 Kronen und für den anderen zahlen Sie mal 80. Ist aber schon Freundschaftspreis. So ist recht. Wir sind Freunde. Ich werde was verraten. Ich bin Anarchist. Könnten Sie mir nicht eine Organisation sagen, wo ich mich einschreiben lassen kann? Red mal nicht drüber. Ich kenne einen Anarchisten. Der hatte mal bei mir einen Königspudel gekauft für 100 Kronen. Ist mir 2 Raten schuldig geblieben. Ich werde Ihnen nicht schuldig bleiben. Ich werde Ihnen alles auszahlen. Die Mobilmachung ist ein Wahnsinn. Was wir brauchen, ist eine Revolution! So laut vor den Leuten. Sie könnten Unannehmlichkeiten damit haben. Was weinen Sie denn, Frau Wirtin? In 3 Monaten gewinnen wir den Krieg. Und dann gibt's Amnestie und Ihr Mann kommt nach Hause. Und dann trinken wir uns bei Ihnen einen ordentlichen Rausch an. Rausch ist das Einzige, was ich Ihnen davon glaube. Glauben Sie nicht, dass wir gewinnen? Glauben Sie nicht, dass wir gewinnen? Sie glauben doch, dass wir gewinnen. Also wozu das immer wieder kein? Gewonnen muss werden, nicht wahr, und basta. Und jetzt möchte ich schon nach Hause gehen. Nicht bevor wir Bruderschaft getrunken haben. Du musst wissen, ich bin ein Schwein. Ja, ja. Ein Lump bin ich. Ich hab dich verroten wollen. Verkaufen an den Galgen. Ja, aber das ist doch Ihr Beruf. Ihr Beruf, genauso wie mein Beruf, ist Hundehändler zu sein, nicht wahr? Du sollst du zu mir sagen. Und das Geld für die Hund, das ist Blutgeld. Judas lohnt, damit ich dir ausruhe. Du, weißt du was? Wenn ich du sagen darf zu dir, dann sag ich du, ich habe eine Idee. Du nimmst das Parl auch noch. Das kostet 150 Kronen. Also. Und jetzt geh ich, setz dich schön wieder. Ja. Ich bin verloren. Ich bin ein ungetreuer Diener des Staates. Josef, ja. Sag mal, was ich machen soll. Ich werde dir sagen, was du machen sollst. Pass auf, du nimmst diese 4 Kunstviecher zu dir nach Hause und dort sperren sich mit ihnen in einem Zimmer rein, lassen sie sie 8 Tage lang hungern und dann werden sie sehen, wie die sich auf sie stürzen werden und werden sie auffressen mitsamt den Knochen. Und so ersparen sie dem RR auch noch die Begräbniskosten.